Bis zu 8 Tonnen schwere Bauteile trägt dieser Kran durch die Luft. Der Wilbert WT-200 ist 60 Meter hoch und hat einen 55 Meter langen Ausleger. Im Münchner Arabella Park entsteht ein neuer Bürokomplex und ein Wohngebäude mit Kinderkrippe. An manchen Tagen werden die Münchner Kranfahrer mit einem grandiosen Panorama der Alpen belohnt. Bei schlechter Witterung kann es aber auch gefährlich werden. Kranführer Norbert Köpke kennt die Tücken des Wetters. Die Windböen, das ist meist das Gefährliche. Wenn ein gleichmäßiger Wind ist, dann kann man das einigermaßen steuern. Bloß wenn man jetzt zum Beispiel eine große Schalung dran hat und kommt eine Windböe, dann wird es halt gefährlich. Und ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit muss man auch aufhören. Bis zur Windstärke 8 bis 9 können die Kranführer mit dem Stahlkoloss arbeiten. Das entspricht einer Windgeschwindigkeit von ca. 80 Kilometern pro Stunde. Bis zu 10 Stunden täglich sitzen die Kranfahrer in ihrem Führerhäuschen. Damit keine Unfälle passieren, müssen sie ständig wachsam sein. Über Funk sind die Fahrer immer mit den Arbeitern am Boden in Kontakt. Ja, auf jeden Fall hat man eine große Verantwortung, weil man sehr aufpassen muss. Nach unten und nach vorne und hinten am besten. Man guckt oft überall gleichzeitig hin, weil man immer auf die Leute achten muss, die unter einem arbeiten, und wie das Material angehängt wird, das sollte man schon ganz genau aufpassen. Als Regel gilt, der höchste Kran muss immer auf die niedrigeren Kräne achten, denn die Kranführer in den niedrigeren Stahlmaschinen können nicht bei der Arbeit nach oben schauen. Auf Kontrollbildschirmen können die Fahrer alle wichtigen Details zum Arbeitsgerät ablesen. So sehen die Kranführer immer, welche Windgeschwindigkeit herrscht oder wie viel Gewicht am Haken hängt. An der Spitze des 55 Meter langen Auslegers kann der WT-200 immer noch 3,3 Tonnen Gewicht heben. Nach Informationen der Firma Wilbert kostet ein Kran dieser Größe ungefähr 500.000 Euro. Laut der Baufirma Leonhard Weiß soll der Rohbau des Bürokomplexes bis Ende April 2013 fertig sein. Bis dahin wird Norbert Köpke schätzungsweise 2600 Stunden in seinem Kran verbracht haben.